Hallo und guten Tag zusammen. Heute habe ich mich mit Anja Lein verabredet zu einem Gespräch über Emotionen, die im Körper feststecken. Denn während und schon meist vorher, vor einer Trennung, passieren viele Verletzungen. Und wie beim Computer ist das Unterbewusstsein in der Lage, eine große Menge an Informationen zu speichern. Und in den ungünstigen Momenten kommen dann leider auch die negativen wieder hoch und eskalieren solche Trennungsszenarien. Liebe Anja, du bist Mental Coach und Gesundheitspädagogin. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute. Ja, ich freue mich, Maike. Herzlichen Dank für die Einladung für das heutige Interview. Und ja, mal gucken, was wir Tolles zustande bringen hier, wir zwei, an Informationen für draußen. Genau, ich würde Ja. ganz gerne als erstes erfahren, in deiner Praxis im Institut Wunderbar, welche Erfahrungen hast du machen können mit Trennungsfamilien? Also tatsächlich ist es meistens der Weg über die Kinder. Also, dass es den Kindern nicht gut geht, ja, und dann die Eltern sich bei mir melden, also ein Elternteil ja dann in diesem Fall, es sind ja dann nicht immer beide. Und das dann heißt, ja, es ist Bedarf, Trennung, ne, dann gab es Streitereien in der Familie und das Kind verändert sich. Also, es wird entweder rebellisch, es wird auffällig oder aber es zieht sich total ins Schneckenhaus zurück. Und ich sage dann eigentlich immer schon so, direkt auch schon am Telefon, wenn wir den Erstkontakt haben, da arbeite ich nicht nur mit dem Kind, sondern auch bitte mit Ihnen als Elternteil. Wünschenswerterweise natürlich mit allen, aber das funktioniert in diesen Situationen nicht. Zumindest habe ich es so noch nicht erlebt. Ja, also das heißt, ich habe immer wirklich nur einen da, entweder Papa oder Mama, da wo halt das Kind gerade lebt. Ja, das ist super spannend, dass du sagst, du nimmst gleich die Familie mit rein und das ist auch immer nur einer kommt, ne? Das ist sehr, sehr schade. Also an alle da draußen, kommt zusammen. Man muss da nicht alleine durch, ne? Das ist das, was ich auch gerne hier mit den Gesprächen eigentlich in die Welt bringen möchte. Wir sind nicht alleine und wir sind nicht dazu da, auf der Welt zu leiden. Was hast du für Erfahrungen oder welche Erfahrungen hast du gemacht, also auch bei den Eltern? Welche körperlichen Beschwerden haben die vielleicht oder wie kommuniziert der Körper mit den Betroffenen? Also tatsächlich ist es immer so dieses angespannt sein. Also ich hatte jetzt seither halt aber auch Elternteil, das muss man einfach dazu sagen, wo die Kommunikation halt gar nicht mehr funktioniert mit dem anderen Partner. Also das ist natürlich schon ganz schwierig, ja, weil wenn es harmonisch wäre, wären sie auch nicht bei mir. Also, ne, sag mal halt auch mal so. Und dieses Angespanntsein, dieses immer in Hab-Acht-Stellung, ne? Also da geht es ja schon so, die, ja, und wenn eine E-Mail kommt, ein Anruf kommt, oh Gott, ne? So. Und da haben die halt natürlich extremst auch immer Verspannungen im Nackenbereich, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit. Und das stresst ja. Also die schlafen dann auch sehr, sehr, sehr schlecht. Und da greife ich halt tatsächlich ein mit meinen Methoden, um da erstmal wieder eine Entspannung reinzubringen und um da die ganzen Blockaden, diese emotionalen Blockaden, die sich da festgesetzt haben, einfach auch zu lösen. Und das mache ich halt mit WingWave und auch mit dem Emotion Code nach dem Dr. Bradley Nelson, um hier wieder eine Erleichterung reinzubringen. Und tatsächlich, ich sage immer, ihr dürft hier euren ganzen emotionalen Ballast, den ihr habt, hier abstellen. Ja, ich sage mal so, Koffer abstellen, ne? Rucksack ablegen und könnt hier befreit wieder rausgehen. Und das funktioniert, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Ich bin Kurzzeit-Coaching, praktiziere ich. Das heißt, bei mir sind es so 3 bis 5 Termine pro Thema. Und das bewahrheitet sich einfach immer, dass sie sagen, wow, Wahnsinn, das hätten sie nie gedacht, dass das so schnell geht. Aber das funktioniert wirklich, weil ich einfach auch selbst Coaching-Tools an die Hand gebe für den Alltag. Ne? Also das ist nicht nur das, was sie hier lernen, sondern ich gebe immer etwas mit für den Alltag, wo sie auch im Alltag umsetzen können. Du hattest gerade gesagt am Anfang, wenn die Paare noch so im Streit sind und in ihrer emotionalen Disbalance, da kann man gar nicht mit dem anderen reden. Da ist man irgendwie
angespannt, wenn eine E-Mail kommt und so. Und das kannst du mit deinen Techniken, sage ich jetzt mal, mit deinen Werkzeugen auflösen. Wie machst du das? Das heißt, mit Wingwave mache ich das. Wingwave ist eine Kurzzeit-Coaching-Methode. Das besteht aus drei Bestandteilen, und zwar aus dem NLP, also das neurolinguistische Programmieren, sprich die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Der zweite Bestandteil dieser Methode ist das EMDR-Coaching. Man kennt das EMDR auch aus Traumatherapien. Da ist es ja ein anerkanntes Verfahren, was die Kasse bezahlt. Wir wenden das hier im Rahmen des Coachings an. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Also einfach zum Verarbeiten dann selber. Und deswegen geht das auch so schnell. Wir testen über den Myostatik-Test. Ne? Das ist ein Muskelkrafttest über die Hand. Wissenschaftlich mehrfachst beforscht. Die Wingwave-Methode gibt es ja seit über 20 Jahren jetzt, seit letztem Jahr, seit 20-jähriges Jubiläum. Und damit arbeite ich, aber auch wie gesagt mit dem Emotion Code, ist eine Energiearbeit einfach, wo man auch mit Magneten arbeitet. Das hört sich jetzt ein bisschen spirituell an, aber tatsächlich hatte ich noch niemand, und toi 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 hatte ich noch niemand, wo gesagt hat, das ist ja völliger Hokuspokus. Das ist einfach nur, wenn man sich darauf einlässt, sehr magisch. Und tatsächlich stellt sich halt innerhalb von 48 Stunden eine Veränderung ein, und das finden halt die Coaches hier großartig. Also, dass sie nicht über Wochen, Monate, vielleicht Jahre hinweg irgendwie einen Therapeut oder was brauchen, sondern tatsächlich jetzt hier im Rahmen des Coachings Hilfe bekommen und Unterstützung erhalten. Ne? Und Ich bin das ja kein kurzfristig, wie du Therapeut. sagst. Ja, Genau. und sehr, sehr kurzfristig. Ne? Genau, genau. Jetzt hattest du gesagt, Wingwave und EMDR. Das ist ja, also wie ich das so kennengelernt habe, da steht man beim Klienten in der Nähe und macht die Augenbewegung nach mit dem Finger. Funktioniert das auch online? Also arbeitest du auch damit online? Also ich arbeite damit auch online, bloß da winke ich nicht, sondern da gibt es dann andere Möglichkeiten, wo das der Coachee selber umsetzt Okay. und ich dann da anleite, ne, sozusagen. Und das funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, ein Selbstcoaching-Tool zum Beispiel aus dem Wingwave ist ja immer so dieser Butterfly, ne, wo man die Hände wirklich überkreuzen, wie die Schmetterlingsflügel, und man im Wechsel tappt. Das heißt, da kommt jetzt vielleicht die Emotion wieder hoch. Oh, Wut, ne? Ich könnt gerade ausflippen, ja. Und dann bringe ich tatsächlich auch die Person, sag auch für dann zu Hause, ich sage, dann setz dich bitte hin und fang mal an, dich zu tappen und nimm mal diese Wut wahr. Wo fühlst du denn die Wut? Die kommt ja nicht, die ist zwar da, aber wo fühlst du sie? Und da sagen halt manche, oh, da schwillt mir echt der Kamm, ja, oder ich krieg voll den Magendruck, mir wird's voll schlecht. Und dann einfach auch mal die Augen zu schließen, reinzuspüren. Und dann gibt es ja immer diese nette subjektive Erlebnisskala. Ja, minus 10, ganz schlecht. Und plus 10, da geht es mir super gut. Und dann frage ich auch mal, wo spürst du es denn? Ne? Ist es so bei minus 5? Schätz mal ein. Da kommt meistens natürlich minus 8, minus 10. Ja, bei Wut, da ist halt natürlich kein Spielraum. Ne? Und dann, ja, okay, geh mal da rein und nimm das einfach mal wahr. Und da verändert sich schon nach ein paar wenigen Minütchen was. Ich sage wirklich Minütchen, weil das ist nicht lang. Und sehr, sehr gern und sehr oft und sehr viel arbeite ich natürlich auch ganz klar mit der Wingwave-Musik. Die ist ja extra speziell dafür entwickelt worden. Und wenn man die auf den Ohren hat, hat man wirklich das Gefühl, und man schließt die Augen gehen hin und her. Ne? Das ist wirklich so ein Effekt. Das wirkt ja bilateral. Und deswegen kann man das super gut auch online machen. Super, Anja, jetzt habe ich, glaube ich, das mit der Wingwave-Musik auch verstanden. Obwohl ich schon deinen Kurs benutzt oder besucht habe, den du jetzt am 16.02. nochmal starten wirst. Für mich war das immer spannend, die Musik von links nach rechts zu hören vom Ohr. Aber dass meine Augen mitgegangen sind, das habe ich noch nicht beobachtet. Das werde ich mal genauer gucken. Vielen Dank. Genau, ja. Genau, und jetzt ist es so, das ist ja die akute Situation, ne? Das ist,
wie gehe ich mit der akuten Situation um? Ich setze mich hin, mache den Butterfly, komme runter, höre die Musik. Aber was ist mit den Sachen, die schon im System länger haften? Die einfach, die mit in die Beziehung vielleicht schon gebracht worden oder durch die Beziehung einfach wieder entfacht worden sind, weil da Erinnerungen aus, ja, vergangenen Zeiten, sage ich mal, kommen aus der, ich sage immer, die Ursprungswunde sozusagen für diese, ja, Selbstsabotage eigentlich auch. Wie gehst du damit um? Ja, tatsächlich gehen wir dem ja auf den Grund, ne? Warum ist es vielleicht so oder warum triggert mich mein Partner? Warum ist da irgendetwas, dass ich immer wieder ausflippe oder es mich enttäuscht? Enttäuschung ist ja auch nicht schön, ne? Oder dass mich traurig macht oder ich mich nicht gesehen fühle von meinem Partner, habe ich auch, ne? Dass ich sage, ich habe das Gefühl, ich habe immer nur funktioniert, ich wurde aber nie als die Frau gesehen, die ich eigentlich bin oder der Mann auch. Das ist sehr interessant gewesen. Und da gucke ich natürlich ganz klar dahinter, wo kommt denn das her? Wo du gerade sagst, dieser Ursprung, wo liegt denn der? Weil man erlebt immer irgendetwas einmal, erlebt man sowas Ähnliches immer und immer wieder, setzt sich das ja fest, deswegen konditionieren, ne? Und irgendwann macht es Bäm und dann ist man halt so richtig schön mittendrin und deswegen sucht man sich dann ja auch Unterstützung. Also ich meine, umsonst kommen ja dann die Menschen nicht. Im Und besten das. Fall suchen Sie sich Unterstützung, genau. Genau, im besten Fall suchen Sie sich Unterstützung. Und das ist dann tatsächlich, wir gucken, wo kommt das her? Ist das etwas, was ich selber tatsächlich erlebt habe? Also ich, oder habe ich eine sogenannte Spiegelneurone? Heißt, ich habe etwas von jemand anderem übernommen, was gar nicht meins ist, aber was sowas mit mir gemacht hat. Ja, also ich sage immer so, wenn ich jetzt hier anfangen würde zu gähnen, weil ich so müde bin, du bist aber frisch und Brauchst es nur kugelklar sagen. und gähnst jetzt mit. Dann würdest du ja was von mir übernehmen. Das ist ja gar nicht deins. Und das auch in das Bewusstsein zu bringen meiner Coaches, das ist immer total interessant und faszinierend, weil ich sage, boah, krass, war gar nicht meins. Und das ist meistens dann wirklich Herkunftsfamilie, vielleicht auch Eltern gehabt, die sich viel gestritten haben, die keine nette Kommunikation miteinander hatten, ja, die eine Ehe gelebt haben, die man, wo man selber gesagt hat, die will ich so nie leben. Und prompt hänge ich selber drin. Ja, also ich bin auch ein Trennungskind, aber ich bin seit 23 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ich sage immer, es ist so, ja, wir sind wie Arsch auf Eimer. Meine Oma hat ganz liebevoll gesagt, wir sind wie zwei alte Latschen, also wie zwei Pantoffeln, ja. Und das ist aber etwas, das passiert ja nicht aus heiterem Himmel, sondern wir tun was dafür. Uns ist es ja. Ist es ja bewusst, ne? Und das ist etwas, wo ich sage, boah, das ist so wertvoll, wenn das funktioniert. Und das ist etwas, was ich gern auch weitergebe und rausgebe. Ich sage, Leute, das kann funktionieren, wenn ihr wirklich an euch die Stellschräubchen dreht, weil ihr habt euch doch irgendwann auch mal, bäm, verliebt. Und das setze ich meistens auch gern an, wenn ich Paare da habe, dass ich sage, ihr habt euch doch verliebt. Was war, als ihr euch verliebt habt und was ist denn dann passiert? Und ich glaube, du bist ja auch der Typ, Maike, da gehst du ja auch so ran, dass du sagst, hey, da war doch mal was. Genau. Und ich greife gern auch, wenn ich wirklich Paare da habe, wo man noch was retten kann oder ich das Gefühl habe, da kann ich was retten, gehe ich gern an dieses Fundament. Und tatsächlich hatte ich halt im letzten Jahr, und das war für mich sehr berührend, ein Pärchen, also Papa natürlich mit Kind und dessen Freundin. Und da hat es halt gekriselt und ich habe gesagt, Leute, ich halte an euch so fest, weil ihr so viel Potenzial habt, ihr zwei. Das ist so magic. Werft das bitte nicht in die Tonne, ja? Und ich habe mit denen gearbeitet, dann hat es mal kurz richtig geknallt. Also es war der große Sturm. Und dann kamen die aber wieder zusammen und ich finde es magic. Ich habe dann an Weihnachten wirklich, das war der 23.12. noch einen Termin mit denen gehabt, wo ich mit denen Ressourcenarbeit gemacht habe. Einfach um das zu verstärken und zu ankern, was sie einander haben. Und das war so ein schönes Geschenk, wird wirklich auch ein Weihnachtsgeschenk, dass ich sage, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Und wie lange war dieses Paar bei dir? Jeder für sich hatte 5 Sitzungen, das Kind auch. Und gemeinsam haben sie dann halt einen Abschlusstermin gemacht bei mir. Wahnsinn, ne? Wie schnell das geht. Also es ist gar nicht dieses jahrelange zum
Paarcoach gehen oder so, sondern das geht bam, zack, zack, zack. Ja. Und man kann das umsetzen. Das ist Ja. wirklich faszinierend. Okay, also du löst diese Emotionen aus den Vergangenheiten mit dem Emotion Code, den du uns beschrieben hast. Ja, überwiegend natürlich mit Wingwave. Den Emotion Code nutze ich halt mit dazu, weil es geht auch um Emotionen. Also es ist Ja, einfach bei dir ist es schon drin. so ein Genau, es Mix greift von. ineinander, ne? Also Ja. ich bin ein intuitiver Coach, das muss man einfach wissen. Ich habe hier keinen Fahrplan liegen. Also der zu mir kommt, den empfange ich so, wie ich bin. Und dann gucke ich. Also das kommt in mir hoch, was jetzt passt, ne? Das geht bei mir bam, bam. Und da fange ich nicht an zu suchen oder, oh, was könnte ich denn jetzt machen, sondern das kommt genauso just in dem Moment und dann setze ich meine ganzen Tools oder Werkzeuge natürlich ein und gebe das halt auch entsprechend mit nach Hause. Ich sage immer, das eine ist das, was wir hier machen und das andere ist das, was du zu Hause noch machst. Also da braucht es natürlich schon auch noch ein bisschen weitere Arbeit an sich selber, um das Ganze zu verstärken und zu vertiefen. Und wenn das umgesetzt wird, dann ist das einfach ganz schnell wirklich gelöst. Das ist halt wie mit den neuen Pfad zu trampeln. Das braucht einfach eine gewisse Ja. Zeit, bis da die Neuronverbindung zum neuen entwickelten Selbst sozusagen etabliert ist. Ne? Das ist Wiederholung, Genau. Wiederholung, Wiederholung. Genau. Und das schaffen wir gar nicht tatsächlich in einer Sitzung oder in fünf Sitzungen. Da müssen, und das ist ja, wir holen das ja nur heraus, was in dem Coaching drinne sitzt. Genau, Und ne? legen Also das wenn ich jetzt, frei und machen das bewusst oder holen es ins Bewusstsein hoch, ne? genau, also wenn ich jetzt sage, ne, 3 bis 5 Sitzungen, dann rede ich meistens von einem Zeitraum von 12 Wochen oder halt 3 Monate bis 4 Monate. Das ist relativ kurz, finde ich, ja. Und es ist, weil du das so sagst, das braucht natürlich schon auch Geduld. Ja, also wenn sich halt was über eine längere Zeit hin festgefahren hat, dann kann man mir ja nicht zum Coach gehen und sagen, so nach dem einmal, so und jetzt, es ist ja immer noch so, es hat sich ja irgendwie überhaupt nicht verändert. Dann muss ich immer wirklich lachen, sage ich immer, ey, also ja, es hat jetzt auch eine Weile gedauert. Und ihr habt das jetzt so eingefahren, ihr habt euch jetzt so konditioniert, jetzt gebt doch mir bitte auch den Raum und die Zeit, daran zu gehen und euch zu zeigen, es funktioniert. Also habt Geduld. Und man kann ja schon gleich mal die Geduld als Ressource nutzen. Für Ressourcenarbeit, weil ja, das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Also. Ja. Ja, Geduld, wieso ist Geduld eigentlich so schwierig? Ja, Ja, jetzt hast du von Selbstcoaching-Tools gesprochen. Eins hast du uns schon gezeigt. Du hast im Institut Wunderbar ein neues Projekt in der Pipeline sozusagen. Ja. Magst du da kurz berichten? Du musst noch nichts Großartiges verraten, aber nur worauf es hinauskommt, weil ich finde es so großartig, dass da jeder selber sozusagen schon vorarbeiten kann. Richtig. Also ich habe tatsächlich mit einer Teamkollegin des Instituts habe ich sind wir gerade in der Mache. Wir haben den Rahmen abgesteckt. Es geht einfach um die mentale Gesundheit. Machen wir es kurz und knackig, wo wir Menschen ab, ich sage jetzt mal wirklich, das können auch schon Schüler sein, ja, ab 16, 17, ab dem Alter, ne, ist es so gedacht, die wöchentlich tatsächlich etwas von uns bekommen an die Hand, im Rahmen von ein bisschen Input, Übung und sich selber dadurch mental stärken können. Wie genau und was? Das kommt jetzt bald. Also wir haben es geplant zum 3.3. gehen wir damit raus und freuen uns jetzt total. Also das heißt, wir werden das jetzt in den nächsten Wochen sogenannt launchen. So sagt man das doch so schön. Ne? Also ich bin nicht so der Technik und wie das alles so heißt, aber ich glaube, das habe ich mittlerweile begriffen, dass das launchen heißt und werden das bewerben und freuen uns da jetzt total drauf, weil wir hier beide unser ganzes Fachwissen und das, was wir einfach auch selber über die vielen Jahre jetzt gelernt haben, rausgeben wollen zum Selbstdoing, also wirklich Selbstcoaching,
Und jeder hat ja unterschiedliche Situationen. Also wir haben so die Thematik drin, einfach mal überhaupt den Stress abfließen zu lassen im Alltag. Es geht um die Themen Ernährung, vielleicht auch Gewicht zu verlieren, ja. Also und alles natürlich auf dieser Basis Wingwave, weil man damit einfach so unfassbar viel machen kann. Und ja, auch so ein bisschen ein paar Tools für Kids haben wir mit drin, für Eltern. Also das ist mal so der grobe Fahrplan. Ja, das ist super, dass Eltern sich da eben schon selber Unterstützung holen können und dass sie auch, ja genau, wie gesagt, vorarbeiten können. Und wenn sie Fragen haben, können sie sich an uns wenden, um Genau. da nochmal mehr in die Tiefe gehen zu können. Dann hast du, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, ein Programm, wo man 8 Wochen lang sind das, glaube ich, oder 8 Termine einmal in der Woche sich mit dir trifft und du einen theoretischen Teil hast und dann aber auch in die Praxis gehst und da ja auch phänomenale Sachen passiert sind. Oh ja. Ich sag nur Dominosteine. Ich mag seitdem keine Dominosteine mehr. Aber es tut auch meinem Gewicht sehr, sehr gut. Also von dem her, das ist nur ein Beispiel irgendwie, wie faszinierend schnell das gewirkt hat, in einer Meditation mit der Wingwave-Musik voranzukommen und auch sich auf unangenehme Dinge vorzubereiten, einfach in eine andere Stimmung zu bringen. Wenn man zum Beispiel eine E-Mail an den Partner oder Ex-Partner schreiben muss und da einfach dann gelassener schreibt, sachlicher bleiben kann. Und das hilft auf jeden Fall der ganzen Situation. Also ja, nicht nur dem Paar, sondern auch den Kindern, den Freunden, den Familien allgemein. Genau, das startet jetzt am 16.02. wieder. Ist immer mittwochs abends von 19 bis 20 Uhr. Da gibt es eine geschlossene Facebook-Gruppe, weil ich dann da auch diese Aufzeichnungen reinstelle, weil, ne, wenn man es mal nicht kann, das ist ja, soll ja dann nicht als verloren gelten. Es gibt auch Skripte dazu, wo man es nochmal nachlesen kann. Und ja, es ist wirklich faszinierend, was passiert. Also auch so das Thema, ich kann nicht mehr schlafen. Da hatten wir auch eine Teilnehmerin drin, die mir dann tatsächlich am nächsten Tag geschrieben hat, das sei phänomenal. Die hätte schon so lange nicht mehr so gut geschlafen und das mit einmal. Also ja, wer da Interesse hat, meldet sich ganz gerne bei mir. Und genau, also das ist auf jeden Fall jeden Cent wert, sage ich. Ja, absolut. Ja, also es kommt ja auch wieder rein, ne? Wenn man Sachen nicht mehr Richtig, macht oder richtig. ungünstige Sachen macht, die, Genau. das ist ja wunderbar. Ja, das ist halt das Allgemeine. Wann ist der beste Zeitpunkt für Menschen zu dir zu kommen, wenn sie merken, sie haben Probleme in der Partnerschaft oder wollen sich trennen? Was meinst du, in welchem Punkt würden Sie zu dir kommen? Das ist eine gute Frage. Ich denke einfach immer, es hat jeder ja so seine Schmerzgrenze. Und das kann ich so pauschal ja gar nicht sagen, weil ja jeder anders ist. Und also ich wirklich tatsächlich, die letzten 5 Jahre waren es immer der Punkt, wenn es schon fast gar nicht mehr geht. Ja? Also wenn das schon so am Überlaufen ist. Und ich denke immer, so ein bisschen früher wäre vielleicht auch nochmal hilfreicher. Weil man muss es ja gar nicht erst so weit kommen lassen, dass es einem körperlich richtig schlecht geht. Also ich verstehe, also manchmal verstehe ich es nicht, aber natürlich kenne ich mich auch und ich weiß, wie ich vor ein paar Jahren noch agiert habe, so ein bisschen als Workaholic. Ich habe auch mal gedacht, ne, ich bescheuert jetzt im Nachgang, was ich da geleistet habe, wirklich. Warum habe ich das gemacht? Weil mir ging es immer, sobald ich Urlaub hatte und frei hatte, echt schlecht, ja. Und man kann ja nicht immer auf dieser Welle schwingen, also auf dieser hohen Energie. Deswegen ein bisschen dieses Thema Achtsamkeit, ne? Achtsamer sein mit sich selber. Und wenn man einfach merkt, da kommen einfach schon Anzeichen. Und der Körper spricht immer mit uns. Immer. Der Körper sendet immer Signale und zeigt uns, hey, hallo, stopp. Ja, und wir haben aber das so nicht gelernt, das zuzulassen, weil man will ja nicht immer gleich als derjenige abgestempelt werden, der dann wieder krank macht und zum Arzt geht. Ja, nein, das geht schon und ich muss,
Das Wörtchen muss ist ja sowieso geht gar nicht bei mir. Das wird bei mir immer gestrichen. Und da einfach auf sich zu achten und zu sagen, nee, also hallo, ich laufe doch hier nicht mit Schmerzen durch mein Leben, sondern ich fühle mich jetzt belastet, mir geht's nicht gut, ich fühle mich vielleicht auch nicht mehr ausgeglichen, ausgelaugt. Ich hole mir jetzt einfach auch die Hilfe, die ich brauche. Ja? Und das ja, kann sich wirklich lohnen für die Gesundheit. Auf jeden Fall. Da bleibt gar und es ist auch für uns ja leichter, wenn es noch gar nicht so festgesetzte Emotionen sind, die Richtig. halt auch schneller wieder rauszuholen und Richtig. da nicht zu tief graben zu müssen. Ja, Das sind dann ja richtig. doch heftigere Prozesse. Genau. Anja, was würdest du den Menschen noch auf den Weg geben, die dieses Video sehen oder uns hören? Weil viele haben so das Gefühl, oh, ich schaffe das alleine. Und wir merken ja eben, es geht viel, viel schneller, wenn wir uns Hilfe holen. Ja, erstens das und zweitens, wir haben jetzt ja nur so aus dem Blick auch so ein bisschen der Erwachsenen gesprochen. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass man vielleicht auch als Kind selber etwas übernommen hat von jemand anderem und deswegen hier einfach mal so zum Nachdenken. Wie wirkst du auf dein Kind? Was macht das mit deinem Kind? Weil die Kinder, alle Kids tragen ganz viel. Und ich habe, und das ist vielleicht jetzt so, ja, ich möchte es nicht dramatisieren, aber tatsächlich habe ich hier die Kinder nicht nur von Trennungseltern, sondern auch grundsätzlich, die meinen, sie müssen die Verantwortung, also ich komme jetzt wieder auf das Müssen. Sie müssen die Verantwortung tragen für ihre Eltern. Und das ist ein ungeheurer Ballast für ein Kind. Egal ob unter 10, ob über 10, spielt keine Rolle. Aber Kinder sollten, und das ist auch etwas, woran ich arbeite, keine Verantwortung tragen für die Eltern, für niemanden. Ja? Sondern die Eltern tragen die Verantwortung für das Kind, was minderjährig ist. Und das einfach mal, das möchte ich vielleicht doch jetzt hiermit bewusst machen, dass wenn es dir als Mama und als Papa gut geht und du gestärkt bist, dann wirkt sich das auch wieder automatisch auf dein Kind aus. Und da wirst du mir bestätigen, Maike, weil du selber als Aufstellerin genau das ja auch machst. Aber hier einfach das ins Bewusstsein zu kriegen, was Kinder fühlen und tragen. Und ich habe hier meistens, und es ist eigentlich fast immer so, dass die Eltern total erschrocken sind. Das kann ich auch total bestätigen Ja. als alleinerziehende Mama, was das macht. Also das erste Mal diese Konfrontation, wie ich bin schuld oder ich habe da Verantwortung für, dass es meinem Kind jetzt gerade in der Schule so schlecht geht, weil der Rambazamba da macht und Wutanfälle bekommt. Und ich habe immer dieses Beispiel von meinem Mobile. Ja. Ich bin zur Ruhe gekommen und mein Kind ist zur Ruhe gekommen. Ich fand es so faszinierend, also fantastisch irgendwie. Und das kann ich und das will ich einfach auch nur raustragen. Es muss hier nicht Terror sein. Und was du angesprochen hattest, es sind ja einmal die Kinder, die von uns lernen. Und das wäre ja für die Zukunft einfach echt, also das ist ja eine mega Vision eigentlich, wenn wir den Kindern zeigen, klar, es gibt Stress, es gibt Streit, aber wie wir damit umgehen und wie wir damit wieder auf eine Ebene kommen, wo wir miteinander sprechen können, dass das funktioniert. Also dass es nicht heißt, oh, streiten, oh nee, dann keine Freunde mehr. Ne? So Kinder sind ja, dann sind wir keine Freunde mehr. Und dass das genau zu lernen ist, eben auch für die Kinder in solchen Situationen. Also es ist ja für die auch ein Benefit, dass sie da das eben lernen dürfen, dass man sich auch näher vertragen oder auf einer Ebene wieder kommunizieren kann, was okay ist, was freundschaftlich ist. Richtig, richtig. Und also das ist das eine, also das, was wir eben etablieren in der Kindheit von denen, das haben wir halt selber etabliert bekommen in unserer Kindheit. Und Ja. da sprechen dann teilweise das innere Kind von mir mit dem äußeren
Kind sozusagen. Das sind manchmal ganz schön haarige Situationen. Und da einfach viel aus dem Bewusstsein oder Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen, da helfen wir einfach zügig und schnell. Ja. Und wenn man sich das, Ganz glaube ich, gut. bewusst macht, und dass man es eigentlich auch in der Hand hat als Mama, Papa, da was Gutes zu tun Ja. und da was zu ebnen für die Zukunft, fürs Kind, na dann, glaube ich, braucht man nicht mehr lange überlegen. Nee, ich glaube auch. Ja. Und dann heißt es ja immer so, oh, das sind aber ganz schön teure Preise, aber wenn man mal überlegt, in welcher kurzen Zeit wir das machen, na klar, wir können wir billiger sein und dann ziehen wir das einfach, also dann ist es in der Länge irgendwie, aber es kommt ja aufs selbe drauf an, dann bin ich doch lieber schneller fertig, Ja. als da noch ewig zu warten, vielleicht noch auf einen Termin zu warten oder so. Ja. Dass auch ein Anreiz eigentlich sein sollte für eine positive, schnelle, gute Zukunft Ja. für alle Mitglieder der Familie. Richtig. Richtig. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Anja, für deine Impulse Sehr und für gerne. deine kleine Tools-Einblicke. Vielen, vielen Dank und schön, dass du da warst. Ich danke dir ganz herzlich, Maike, und ja, für dieses Interview. Ich denke, unsere beider Arbeit ist sehr, sehr wichtig, ne? Ich sag mal, wenn wir es nicht machen würden, wäre es unterlassene Hilfeleistung. Damit kann ich auch nicht umgehen. Und wir beide machen das, glaube ich, auch mit ganz viel Herz. Und das ist wichtig. Und ja, ich danke dir dafür und wünsche dir alles, alles Gute mit dem, was du tust. Und das ist einfach auch mega wertvoll. Danke, Maike. Vielen Dank, Anja, für unsere Zusammenarbeit. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.